Hallo und herzlich willkommen zurück in der Brick World. Heute Update Nummer 8. Zugleich auch das 50 Abonnenten Special. Das heißt, wir werden ein bisschen kreuz und quer bauen heute vermutlich und ich werde ein bisschen darüber reden, was in der Zukunft geplant ist. Stand jetzt sind wir bei 57 Abonnenten. Freut mich sehr. Ich hoffe, es kommen noch viele, viele dazu. Es freut mich, dass es euch gefällt. Ich freue mich über jeden Kommentar, der schon gekommen ist bisher. Und heute werde ich ein bisschen auf dieser Baseplate anfangen. Und das wird der erste Eingang zu unserer U-Bahn. Davon habe ich letztens schon am Ende von Update Nummer 7 gesprochen. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach ein bisschen an. Wir bauen hier jetzt nicht irre viel, aber wir fangen an. Ich habe jetzt mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Dieses Stück hier, das ich hier markiert habe mit den grauen Bricks, Plates eigentlich besser gesagt, werde ich jetzt gleich ausschneiden. Das wird dann der Teil sein, bei dem es unter die Erde geht mit der Treppe. Und ja, dann lassen wir uns und werden wir es mal schneiden, ne? Ausschnitt endlich. Ich habe ihn noch ein bisschen breiter machen müssen, weil ich hatte ja vergessen, dass ich hier noch Seitenwände nach unten ziehen muss. Also 8 Noppenbreite und nicht nur 4. Ansonsten können wir jetzt mal hier ein bisschen weiterbauen. So, damit wären wir, glaube ich, mit dem Eingang des U-Bahns für heute fertig. Hier werde ich noch einen Baum bauen. Ich werde allgemein demnächst noch 2, 3, 4 Bäume bauen. Auch beim Diner wird noch ein Baum hinzukommen, sicherlich, oder 1, 2. Ansonsten, hier wird es dann später nach unten gehen. Das heißt, hier bauen wir eine Treppe nach unten. Und das hier vorne ist die Abschlusskante der noch kommenden Holzplatte. Deshalb steht das Ganze hier auch eine Noppe über, weil wir hier vorne den Abschluss dann bauen werden, damit auch die Holzplatte verschwindet. Ansonsten werde ich das hier jetzt gleich mal an die richtige Stelle einbauen und dann schauen wir gleich mal, wie das Ganze aussieht. So. Dann nehme ich mir ein paar von den Verbindungsstücken raus. Aus meiner Verbindungsstücktüte. Die ganze Tüte muss kaum was gekostet. Die einzelnen Elemente hier drin haben nicht mal 1 Cent gekostet. Also ich glaube, die ganze Tüte hat nicht mal 2 Euro gekostet. Und haut unsere erste Figur ab. Machen wir das mal hier rein. So, und dann bauen wir das Ganze mal hier dran.
gerade ein bisschen hakelig. So. So, dann schauen wir uns das Ganze mal von hier vorne an. Wir sehen, der Eingang in die U-Bahn ist relativ schön vor dem Diner. Der Zebrastreifen, der hier direkt zum Eingang des Diners führt, führt hier auch schön weiter. Hier ist die Figur gerade abgehauen. Hier auf den Gehweg und dann kommt man hier direkt runter in die U-Bahn gehen. Die U-Bahn selber wird man dann hier an der Seite sehen können. Das heißt, das hier wird später die Kante des Tisches werden. Und dann sehen wir auch das Innenleben der U-Bahn. Wobei das U-Bahn-Gelände eigentlich auch mit dem Hauptbahnhof verbunden sein wird, der ja da hinten noch im Bau ist. Das Element des Bahnhofs, der ganze Bahnhof wird natürlich dann ganz weit noch da hinten stehen. Die kleine Straße, die Einbahnstraße, auf der jetzt gerade der Bus steht, die wird zum Busbahnhof führen, der vor dem Bahnhof ist. Und das Ganze wird dann, also der Bahnhof wird dann unterirdisch auch mit der U-Bahn verbunden sein. Das heißt, wir werden dann einiges auch unterirdisch bauen. Mal schauen, wie viel man davon dann später sehen wird, werden wir auch beleuchten müssen, weil es wird stockdunkel unten sein. Beleuchtung ist allgemein auch ein Thema, das noch gemacht werden muss und auch wird. Ansonsten, bautechnisch war es das jetzt erstmal. Wie gesagt, hier werde ich noch einen Baum reinsetzen und auch hinten ein, zwei hier vor den oder neben dem Diner, damit das Ganze hier auch mal grüner wird. Was wir auch demnächst angehen werden, ist, dass wir hier unsere T-Kreuzung bauen. Und dort hinten, links neben der Einbahnstraße, werde ich vermutlich erstmal ein Modular Building auf eine dieser Platten setzen. So ein Modular Building, das direkt von Lego ist. Während rechts neben dem Diner, wie ich glaube ich schon im vorletzten Video angesprochen habe, wird eine Baustelle entstehen, bei der ein Gebäude in Fertigbetonbauweise gebaut wird. Die Steine für die eigentliche Baustelle habe ich alle bestellt. Die trudeln jetzt nach und nach ein. Was ich noch planen muss, ist der Baukran, der dann halb auf der Straße stehen wird. Das heißt, wir bauen hier noch eine Straßenplatte. Wobei die rechte Spur, auf der jetzt hier dieses wunderschöne Auto steht, wird dann gesperrt sein, weil der Baukran dann halb darauf stehen wird. Gekommen ist davon noch gar nicht so viel. Aber was ich noch zeigen kann, ist diese Bestellung, die heute noch kam. Und zwar haben wir hier schon mal alle Figuren, die wir für unsere Baustelle benötigen. Wir haben vier von diesen Bauarbeitern, hier noch zwei andere. Dann haben wir hier den Vorarbeiter und hier ist noch eine Figur drin. Ein netter Mann im Anzug, den können wir jetzt eigentlich. Ich stelle mal die Kamera hier ab. Schauen, ob die auch stehen bleiben möchte. Den könnten wir jetzt eigentlich noch hier auf unser neues Modul mit draufstellen. Immer ausgepackt. Und dann könnten wir den eigentlich mal hier hinten hinstellen. Wie er gerade noch ganz schnell unterwegs ist, um seine U-Bahn zu erwischen. Ansonsten finde ich, wir haben was geschafft heute. Langsam entwickelt sich das Ganze. Und ja, dann nochmal vielen, vielen Dank für die Grenze der 50 Abonnenten, also die überschritten wurde. Wir schauen mal, wie es dann weitergehen wird. Ich hoffe, es kommen noch viele Abonnenten dazu. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Abonnenten, über alles, was ihr schreibt. Habt ihr irgendwelche Ideen? Dann schreibt dazu bitte in den Kommentaren. Schreibt auch irgendwelche Verbesserungsvorschläge, was euch nicht so gut gefällt. Ich bin offen für alles. Input ist immer gerne gesehen. Ansonsten denke ich, dass wir beim nächsten Mal entweder schon mit der Baustelle anfangen können oder dann doch nochmal Richtung Bahnhof da hinten gehen werden.
Und was natürlich auch noch ansteht, ist, irgendwann demnächst wird endlich mal die Holzplatte kommen. Vor allem, da wir ja jetzt hier vorne den Abschluss haben. Ansonsten, ja, war es das dann für heute, denke ich. Das 50-Abonnenten-Special ist jetzt nicht so special geworden. Ich hatte eigentlich vor, noch was anderes zu bauen. Allerdings habe ich gemerkt, dass die Steine dafür nicht alle da sind. Daher machen wir das einfach später. Verschieben das Ganze. Das Special jetzt einfach, was ich euch erklärt habe, was alles geplant ist. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bleibt gesund und bis dann. Tschüss.